Wir Menschen versuchen für alle Fälle vorzusorgen. Doch auf vieles haben wir gar keinen Einfluss. Zu wissen, dass Gott da ist und uns durch kleine und große Schwierigkeiten begleitet, gibt uns Sicherheit. Selbst der Tod ist nur ein Zwischenstadium und danach wird es ein Wiedersehen geben. Das nimmt nicht die Furcht, aber gibt die Gewissheit, dass unsere Wege zum Guten geleitet werden. Wenn unser Vertrauen auf Gott so fest verankert ist wie die Wurzeln eines Baumes, haben wir Sicherheit, durch die wir wachsen können. Vertrauen, ein Wort mit unendlich vielen Bedeutungen. Man kann Vertrauen in jemanden haben, sein Vertrauen auf etwas setzen oder bauen und vieles, vieles mehr. Vertrauen kann auch verletzt werden, indem wir von wichtigen Menschen, denen wir uns anvertraut haben, enttäuscht oder verletzt wurden. Aber das heißt nicht, dass wir niemandem mehr vertrauen können. Sicher ist es heutzutage nicht immer leicht, aber es gibt einen, auf den wir immer bauen können und der uns nie verlässt, und das ist Gott. Es gibt unendlich viele Situationen, in denen wir Gott vertrauen müssen. Sei es bei wichtigen Prüfungen, die bevorstehen, bei einem großen Vorhaben, wo manch einer Angst bekommt, oder einfach nur Tage, an denen man einfach nicht mehr weiter weiß. In der Bibel steht: Bringt dem Herrn mit aufrichtigem Herzen Opfer dar und setzt euer Vertrauen auf ihn. Also, vertrauen wir Gott, in das Wort, in die Macht und in die Liebe Gottes. Vertrauen wir auf die Verheißung Jesu, dass er bald kommen wird, um uns zu sich zu nehmen. Warum sollte man an Gott glauben? Es gibt so viel Leid auf dieser Welt. Jeden Tag sterben Menschen durch Kriege oder Machtkämpfe. Hass, Angst und Ärger verbreitet sich stetig unter den Menschen. Auch wenn Freunde sagen, es gibt keinen Gott, oder wenn unsere Sorge so groß ist, dass wir fast zerbrechen, ist nicht genau dann der richtige Zeitpunkt, einen Lichtblick zu haben? Wir wissen nicht, was in der Zukunft liegt oder was morgen alles Schlimmes passiert, aber gerade deshalb ist es vielleicht schöner, an das Gute zu denken. Ich bin morgen immer noch ein von Gott geliebtes und mit seinem Engelschutz begleitetes Gotteskind. Im nächsten Gottesdienst wird er mir wieder alle meine Sünden vergeben und ich kann frei sein, vollkommen rein und in der direkten Nähe zu Gott. Auch morgen und übermorgen und bis in alle Ewigkeit ist die Verheißung noch gültig, dass unser Herr Jesus wiederkommt und mich und dich annehmen wird. Manchmal merken wir seine Hilfe nicht direkt, aber lasst uns niemals den Glauben an seine Liebe, Güte und Verheißung verlieren. Die sind so viel mehr wert als Ruhm und Geld auf dieser Erde. Wenn wir Gott bedingungslos vertrauen, dann wird er uns segnen und er wird Wasser zum Wachsen, Brot zum Stärken und Frieden für die ewige Herrlichkeit geben. Und zwar immer. Wenn die Zweifel doch mal zu groß werden, lasst uns das Gebet suchen und bitten, dass der Glaube, mein Glaube, dein Glaube, wieder gestärkt wird. Denn wenn sein Wort nicht gelten sollte und wenn seine Macht nicht unendlich wäre und seine Liebe nicht grenzenlos sei, dann wären auch wir nichts. Es gibt so viele Beweise für ihn, wir müssen sie nur suchen und dann werden wir sie finden, im Glauben und Vertrauen an die Wiederkunft des Herrn.